Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum ersten Tag der NBA Regular Season 2023-2024. Ich bin so hyped auf den Saisonstart. Heute haben wir zwei Spiele, die wir uns angucken werden. Lakers gegen Nuggets und Phoenix Suns gegen Warriors. Das sind ja auch die beiden einzigen Spiele, die stattgefunden haben. Und ja, wir gucken uns die beiden Spiele an und wir gucken uns die Ringzeremonie an. Von den Denver Nuggets, ich glaube, ich werde nicht alles angucken. Ich will nur den Ringcode sehen und wie Jokic und Jamal Murray den zum Beispiel bekommen. Und ja, ey, ich bin so hyped auf diese Season, ne? Und es ist so hart, nicht gespoilert zu werden. Wir haben es gerade 8:45 Uhr. Ich nehme das Video auf, Bruder, ich stehe auf. Ich versuche echt nicht auf Twitter und so weiter zu gehen, aber es ist echt, echt hart als NBA-Fan. Aber ich werde es durchziehen für euch, damit ihr auch meine erste Reaktion bekommt. Dann würde ich sagen, steigen wir Ringzeremonie ein. Wie gesagt, ich will ihn nur kurz sehen. Wie die Rings aussehen, da sieht man das kurz. Der sieht crazy aus. Kommen wir jetzt die Spieler? Ja, ne? DeAndre Jordan einfach Ring. DeAndre Jordan, der erste Spieler von den Big Three von den Clippers. Chris Paul, Blake Griffin und DeAndre Jordan, der erste Spieler einfach. Das ist so crazy, einfach der schlechteste von den dreien. Hat der Typ überhaupt gespielt? Er hat gar keine Minuten bekommen, oder? Freust du dich dann überhaupt so richtig krass? Ich weiß gar nicht. Ray Jackson auch schon so lange in der NBA, ne? Den gönnt man. Und Chris. Wie heißt er nochmal? Christian Brown? Christian Brown? Christian Brown, ne? Der Typ ist auch ein richtiger Macher auf jeden Fall. Er hat auch im College sehr, sehr viele Titel gewonnen. Und jetzt direkt schon. Das heftigste in der NBA. Okay, Chancha juckt uns nicht, Naji juckt uns auch nicht, Peyton Watson juckt uns auch nicht. Porter Junior! Oh, der Typ sieht aber fresh aus, ja? Der Typ sieht aber für einen Mann. Darf man nicht sagen, ja, aber für einen Mann sieht der echt fresh aus, Digga. Also, ich kann schon verstehen. Was sagen die? Achso, MPJ sagen die. Ich dachte, die sagen MVP, ich wollte schon sagen, was geht hier ab? KCP! KCP! Oha! Geile Celebration, mein Bruder. Zeig mal den Ring, jetzt sehen wir den Ring nochmal. Der sieht geisteskrank aus. Oder dreht sich noch da in dieser Kiste, Digga. Ey, wieso tanzen die so fresh? Wieso haben die so freshe Celebrations, die Nuggets? Die Nuggets sind doch eigentlich so ein lasches Team. Jamal Murray. Ja, guck, das erwartet man von den Jamal, von den Dame. Oh nein, doch nicht. Die haben alle so geile Entrances, Digga. So geile Jubel halt, wie die reinkommen, ne? Der Name wird gesagt, der eine macht Bogen, Bruder, der andere tanzt. Ich will mal gucken, was Jokic macht. Da ist Jokic. Jokic der nächste und dann gehen wir auch schon in die Spiele rein. Da passiert ja nichts mehr. Jetzt. Ja, komm! Ach komm, mach doch irgendwas, Bruder. Er kommt zu mir an. Also, Bruder, ich hab keinen Bock an das Thema. Komm einfach. Wie er sich freut. Glaubt ihr, das ist für ihn mehr wert, als wenn sein Pferd bei einem Pferderennen gewinnt? Ich weiß es nicht. Das ist echt eine gute Frage, die ich mir selber gerade stelle. Um 8:45 Uhr. Ja, okay. Okay, cool. Cool. Geil, auch das gegen die Lakers ist das erste Spiel. Deswegen würde ich sagen, lass es mal da direkt einsteigen. Lakers gegen Denver Nuggets. Here we go. Erstes NBA-Spiel. Erstes NBA-Spiel. Wir gehen chronologische Reihenfolge, weil das war zuerst das Spiel und dann war Phoenix Suns gegen Warriors. Ja, Lakers und Nuggets hatten sehr, sehr viel Trash Talk in dieser Playoff-Serie und wir fangen direkt mit einem crazy Dank an von Anthony Davis. Jokic gegen Austin Reaves. Das fühlt sich von der Atmosphäre irgendwie nicht an wie ein Regular-Season-Spiel, ja? Aber ist auch einfach, weil es das erste Spiel ist. Tyrone Prince in der Startaufstellung. Weil Jared Vanderbilt verletzt ist. Nicht gespielt. Pick and Pop mit Jokic vielleicht? Nein. Er nimmt ihn selber, okay. 8:4 hier. Erstes Viertel. Wie gesagt, dann guck dich dieses Stadion an. Das fühlt sich nicht an wie ein Regular Season Spiel.
Aber ich denke, das wird sich noch legen in 2-3 Spielen oder so. R1 Jokic, okay. Jokic weiter am Dominieren bei der 2023-24 NBA-Saison. Ja, das ist ein geiles Spiel. Das ist ein geiles Spiel. Geiler Pass auch von Aaron Gordon, muss man sagen. LeBron James, der Jumphouse-Mitarbeiter, der älteste Spieler auch in der NBA. Er muss noch 7,5 Punkte pro Spiel machen, dann hat er den Rekord gebrochen für den höchsten Durchschnittswert für Punkte pro Spiel für den ältesten Spieler in der NBA. Das wird auf jeden Fall brechen. So hat er noch einen Rekord in seinem Namen, der auf jeden Fall schmeckt gegen LeBron James, Michael Jordan meine ich, gegen Michael Jordan in der GOAT-Debatte. So, dann war jetzt Fini mit 11 Punkten. D'Lo lässt ihn richtig springen, lässt Naji richtig springen. Der war ein verrückter Jumphouse-Mitarbeiter da. Oh mein Gott, was für ein Pass! Oh mein Gott, was für ein Pass! Was für ein Pass, Bruder, von Jamal Murray. Guck dir das an. Oh! Geil! Geil! Und dann noch fast Buzzerbeater. 0,1 Sekunden noch. LeBron gegen Jamal Murray. Oh mein Gott! Was haben die Denver Nuggets gemacht, Bruder? Christian Brown blockt einfach LeBron James. Und das war nicht so ein normaler Block, das war ein verrückter Block. Wenn du sowas machst, musst du... Hä, was denn da passiert? Nein, sag gar nicht Ankle-Breaker oder so. Ich brauch gar nicht aufzustehen von der Bank, Digga. Das war kein Ankle-Breaker oder so. Aber was passiert? War das das Bein von Reggie Jackson? Aber ich wollte sagen, wenn du so einen Block gegen LeBron James machst, musst du auf jeden Fall ein Poster aufhängen davon in deinem Zimmer, Digga. Aber der Typ bekommt dir seine Revenge direkt. Digga, die Double Team ihn. LeBron James kommt zum Double Team, aber es juckt nicht. Es juckt ihn nicht einfach. Es juckt den Typen nicht, Digga. Das ist so krank, dass er wahrscheinlich nicht mal 100% gibt. Okay, das war safe und faul. Also glaube ich, muss ich mal gucken, ob er auf seine Hand gemacht hat, aber sah auf jeden Fall so aus. 56, 42. Endlich mal auch AD ein bisschen Offense, ne? Nach dem Dank, nach dem ersten Dank, den wir gesehen haben. Geiler Hustle-Play aber. Hat zwar nichts gebracht, aber trotzdem geil. Oh, AD lässt R1 zu. Sieht nicht gut aus für die Lakers. Die auch bestimmt mit viel Motivation dieses Spiel gestartet haben, ne? Gestartet sind. Weil, wie gesagt, diese Trash-Talks mit den Denver Nuggets und dann jetzt auch die Ringzeremonie, da willst du eigentlich den Abend zerstören für die Gewinner. Der NBA Champion. Geiler Stil. Also Denver Nuggets führen hier gerade die ganze Zeit, ne? Ja. Also Lakers sehen hier gar keinen Stich bis jetzt. Oh, wird sich aber vielleicht noch ändern. Ihr kennt ja die NBA. Wir sind gerade mal im dritten Viertel. Ein schöner Alley-Oop. Ein sehr, sehr schöner Alley-Oop. Und LeBron James am falschen Ende von einem Highlight. Am falschen Ende, ja. Und mit einer Hand nur, mit der anderen Hand fest er den Rim an. Aaron Gordon, der auf jeden Fall Dunk Contest gewinnen hätte müssen. Was machen die Denver Nuggets gerade mit den Lakers? Was machen die gerade mit den Lakers? Kann mir das einer sagen, Bruder? Also Denver Nuggets sehen immer noch wie die Favoriten aus. Es ist zwar nur das erste Spiel, aber wenn man die Finals letztes Jahr gesehen hat und das jetzt auch sieht, Lakers hatten für mich einen der besten Offseason. Das ist schon krass, ja. Aber ich glaube, die Denver Nuggets spielen halt nur mit 8 Leuten, ne? Die holen ein bisschen auf. 5 Punkte jetzt nur noch. Wir sind im vierten Viertel. Das ist das letzte Viertel vom ersten NBA-Spiel. Sehen wir noch ein spannendes Ende. Schön. Schöner Spinmo von Christian Brown. Steal LeBron? Nein. Wieso lässt der Gordon so werfen aber? LeBron? One Possession Game. Wir haben ein Spiel, Jungs. Wir haben ein Spiel. One Possession Game. Oh, D-Low.
Ah, oh, der hat den sogar nicht gemacht. Okay. Dafür den zweiten. Christian Brown hier, sehr viele Highlights dabei, ja. Jokic Dreier. Oh, hä? Wie haben die so eine Führung auf einmal? 103-91. Die haben schon wieder eine Double-Digit-Führung gehabt, Digga. Aber Lakers schon wieder ein bisschen auf, aber ich glaube nicht, dass es was wird. Das, also die Denver Nuggets sind hier die ganze Zeit am Dominieren. Und ich glaube, ich habe noch nie in diesem Spiel eine Führung von den Lakers gesehen. Ab dem dritten Viertel oder ab der Halbzeit sogar, vielleicht. Also ich meine ab dem zweiten Viertel, Halbzeit wäre ja drittes Viertel. Kommt noch was? Boah, ich glaube es nicht, Junge. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Nuggets sind immer noch die Favoriten. Ich glaube, die Nuggets sind immer noch die Favoriten, ne? Ihr seht es. LeBron, dank vielleicht mal. One, auch schön. Er macht einfach Pass zu sich selber, Jokic. Oh, hier. Er macht einfach Pass zu sich selber, Digga. Ist das krank. Ja, 119, 107 gewinnen die Denver Nuggets. Die Lakers konnten nicht die Ringzeremonie zerstören. Mit 12 Punkten gewinnen die das erste Spiel von der ganzen NBA. Wie geil, lass uns mal da in die Stats einsteigen, würde ich sagen. Also, steigen wir da mal kurz in die Stats ein. Alle von den Lakers im zweistelligen Bereich von der Startaufstellung. 21 Punkte LeBron James, 10 von 16, sehr, sehr gutes Spiel eigentlich, ne? 17 Punkte AD, 6 von 17, joa, naja, das geht besser. Tyron Prince aber dafür sehr, sehr gutes Spiel. 6 von 8 geworfen, 18 Punkte, hä? Kannst du nicht meckern. D'Lo auch nicht gut geworfen. Austin Reeves nicht gut geworfen. Also ist auf jeden Fall eine Field Goal Percentage. Von der Bank aus auch. Rui Hachimura 41 von 90 geworfen. Und ja. Dann die Denver Nuggets. Auch alle zweistellig. Okay, krass. 29 Punkte Jokic. 12 von 22. 13 Rebounds. 11. Was ist der Typ? Hat er ein Triple-Double im ersten Spiel, Bruder? Das ist doch crazy. Ein Triple-Double im ersten Spiel der NBA. Season 21 Punkte. Jamal Murray 6 Assists, 8 von 13. 20 Punkte KCP. 3 Steals noch. Okay. Lakers gegen die Warriors. Es geht los. Bradley Beal nicht gespielt in diesem Spiel. Da sieht man mal schon wieder diese... Hä? Ja, kein Foul da gesehen, aber egal. Da sieht man mal schon wieder die... Availability, dass das in der NBA echt ein Problem ist, wenn wir den ersten Dreier von Curry, glaube ich, sehen. Ja, auf jeden Fall. Von Curry sehen in dieser Season. Devin Booker gegen Chris Paul. Chris Paul sage ich schon, gegen Stephen Curry. Geile Defense aber von Curry eigentlich. Aber Headband Booker, ob man den stoppen kann? Fragezeichen. Gewonnen, Looney. Bekommt die Revenge für Stephen Curry und dankt auf Devin Booker. Auch wenn ich nicht immer weiß, ob man da sagen kann, dankt auf, wenn die so springen, aber dann schon weggehen vom Poster. Okay, ja, musst du auch geben, N1, wenn du davor gegeben hast für Booker. Suns auch mit einer ganz neuen Mannschaft eigentlich, ne? Also, das ist hier wirklich... die most changed Mannschaft wahrscheinlich in der NBA. Die Spieler, die das Team, was die meisten neuen Spieler hat, würde ich so schätzen. Und ich glaube, das stimmt auch safe. Chris Paul ist in der Startaufstellung. Das ist auch spannend zu sehen. Okay, ohne Draymond Green wird er safe in der Startaufstellung sein. Aber dann wird das Spannende sein. Geiler Pass aber. Dann wird das Spannende sein. Wird er in der Startaufstellung sein, wenn Draymond Green zurückkommt oder nicht? Ich glaube, damit er von der Bank auskommt, bin ich euch ehrlich. Hier ist er einfach. Oh, geiler Pass. Geiler Pass von... Guck euch das an. Geiler Pass von Devin Booker. M1 Okogie. Nicht vergessen, das ist mein Kollege. Okogie ist mein Kollege. Für die, die wissen, die wissen. Ich werde auch nichts sagen. Weil die, die wissen, die wissen. Ich habe schon zweimal oder so in Videos erwähnt. So, 54, 46. Wieso lässt Clay ihn so weit offen, hä? Eric Gordon ist ein guter 3-Point-Shooter. Okogie schon wieder N1. Okay, Josh Okogie. KD! Oh mein Gott!
Was war das für ein verrückter Dreier, Bruder? Junge! Digga, so ein verrückter Wurf. Oh mein Gott, den kann, glaube ich, nur KD machen in dieser Liga. Weil er so groß ist und einer der besten Shooter aller Zeiten, Digga. Curry, ja. Der braucht nur 1 Zentimeter, Bruder. Der braucht nur 1 Zentimeter Platz und es ist automatisch, dass er reingeht. Kuminga bekommt endlich Minuten, ich glaub's nicht. Aber wie gesagt, wir haben auch gegen verletzt, deswegen kann ich das nicht so ernst nehmen, weil es, ich weiß halt nicht, wie viele Minuten er bekommen wird, wenn Draymond Green zurück ist. Okay, Chris Paul, zwei miteinander. M1, Bruder, okay. Bruder, wie gut ist Josh Okogie bitte in diesem Spiel? Und will ich mal seine Defense-Highlights gesehen, wofür er eigentlich bekannt ist. Letztes Viertel, Jungs. Crunch Time und dieses Spiel sieht spannender aus als das Lakers-Spiel. Durant? Einfach durch, Bruder. Einfach durchgehen, so wie LeBron James. Einfach durchgehen, Bruder. Er geht einfach durch. 11-0 Run von den Suns. Wie viele Lead-Wechsel hatten wir? Wie viele Führungswechsel hatten wir bitte in diesem Spiel? 91-91. 6 Minuten 40. Ich glaube, dieses Spiel war richtig spannend. Eric Gordon. Junge, was für ein Pass aber. Junge, was für ein Pass aber. Wenn da niemand wäre, hätte er so ein Turnover gemacht. Oh mein Gott, was für eine gute Defense, Eric Gordon. Oh mein Gott, wie spielen die zusammen? Wir spielen hier zusammen, die Suns. Pass doch zurück zu Curry, Bruder. Danke. And one? 96-95. Mit 5 Minuten nur noch. Hey, Booker, wie viele Punkte hattest du, Bruder? Ich sehe so viele Highlights schon von dir. Ich sag safe über 30, Bruder. Jetzt die letzte Minute. Immer noch ein Punkt Führung für die Suns. Josh Okogie. Junge. Sogar Buzzerbeater, Bruder. Sogar Buzzerbeater. Ey, der Typ war crazy im Spiel, ne? Der Typ war ganz, ganz verrückt. Ihr habt die Highlights auch schon gesehen. Eric Gordon. Okay, jetzt ist spannend. 106, 101, 40 Sekunden noch für die Warriors. Push off. Oh, er hat ihn nicht gemacht, Digga. Curry Destin. So, warte. Wir sind hier im spannenden Spiel. 106, 104, 14,6 Sekunden. Natürlich lässt du Booker, glaube ich, werfen. Aber wenn nicht, Bruder, dann zu KD. Josh Okogie aber auch hot. So, wir gucken, was passiert. 106-104. Nurkic, die neue Verpflichtung beim Trade. Macht ihn beim Damian Lillard Trade neu gekommen und er macht den Klatschwurf. 108-104. Passiert hier noch was? Ich glaube nicht. Da musst du den Dreier poppen. Ja. Die Phoenix Suns gewinnen auswärts bei den Golden State Warriors. Und Kevin Durant wird sich richtig freuen darüber. Steigen wir in die Stats ein von diesem Spiel. 108-104, 1-0 Phoenix Suns. Okogie 17 Punkte, 7 von 9. Wow, Spieler des Spiels. Ist mir auch egal, dass der Booker da 32 Punkte, 8 Assists und 6 Rebounds hatte. Für ihn ist das normal. 13 von 21 für mich, aber Josh Okogie der Beste. Und das, obwohl Kevin Durant 7 von 22 hatte. Haben die trotzdem so krass gewonnen. Wow. Massive Respect. Stephen Curry 27 Punkte, 8 von 20. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesen Spielen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Reaction. Haut rein.